Das folgende Video wird dir präsentiert von ets2mp.de, deinem offiziellen deutschen Forum vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ich fahr schon mal vor, wohl. So, jetzt hört man euch. Und damit begrüße ich ja alle Zuschauenden hier, diesmal per, ne? Scheiß Mikrofon. Jo. Und wenn alles klappt, auch irgendwann mal auf YouTube. Aber nur wenn alles klappt. Ja. So, wie ihr oben schon seht, fahren wir jetzt erstmal los nach Amsterdam mit Umweg über links. Über rechts. Links. Links, habe ich gesagt, du Pflau. Ach so, ich habe links verstanden. Boah, was ist denn hier los, ey? Alles klar, ist alles umgesetzt. Also, wenn ihr mal die Seite aktualisiert, könnt ihr unten gucken. Solltet ihr neue Buttons haben, neue Regeln etc. Ja, guckt euch das mal an. So. Ich hole jetzt erstmal meinen Auftrag ab. Ja, wollen wir jetzt an der Werkstatt noch rein, oder? Nö, ich hole jetzt meinen Auftrag ab und dann fahre ich zur Werkstatt. Und dann kannst du losgehen. Du sollst da auch deinen Auftrag abholen. Naja, aber ich fahre an der Werkstatt schon vorbei, deswegen. Ich nur nicht. Ja, egal. Mein Auftrag. Ja, jetzt fahren sie wahrscheinlich trotzdem schon hinterher. So eine Pflaume, die muss natürlich mitten im Eingang stehen, ey. Boah, es ist recht rutschig hier. So. Achso, das umgekehrte R erkennt er gar nicht in Steam, hä? Nee. Jetzt habe ich so ein Fragezeichen und ein R. Reifen, das 23 erkennt er nicht. Tonnen. So. Alles aufgeschrieben. Deswegen habe ich gesagt, ein richtiges R machen. Hast du gesagt? Ja. Ja, das weiß sogar noch ich. Ach, schau mal drauf, es ist grün. Sehe ich das gerade richtig, dass sich mein Ding schon wieder verbuggt hat? Wieso? Oder ne, doch nicht. Das ist schon wieder. Problemkind. Ich dachte, mein Aufleger wäre schon wieder verbuggt. Ach so, ne, ne. Aua, Amsterdam. Scheiß Mikrofon. So, ich hab den jetzt. Jo, ich auch gleich. Bin gerade am Ankuppeln. Lackierung erklären, wenn einer so lieb wäre. Steht doch im Forum drin. Dann gucke ich in meinem Forum. Lackierung ist die Lackierung Sunrise mit dem Weinrot von Duelist. Ganz oben. So, warte mal. Duelist habe ich ja schon. Jetzt brauche ich ja nur noch. Kleinen Moment. Er muss erstmal hier rein. So, merkt schon, da sind schon Leute im Chat. Grüßt euch. Ja, genau. Also, erstmal hallo. Warte, ich muss sogar noch ein bisschen umbauen, dann kann ich mal ein Handy so. 10 Zuschauer haben wir aktuell. Und jetzt die App nicht. Ist das Weinrot, ja? Der Schuh. Der erste Papst. Boah. Hey Leute. Ich streame live. Ich kann nicht telefonieren. Geht nicht. Teddy Lai. Becky. Ja. Nee. Ja, genau. Das ist der erste. Jetzt kann ich den Chat auch lesen. Das Weinrot, ja? So, kippt auch nichts um. Ich hab Sunrise, hab ich ja jetzt. Jetzt hab ich halt drei Slots. Ist die Frage, welcher Slot, welcher Mama? Alles äußerst wackelig hier. Warte, sag ich dir gleich, wenn ich an der Dings bin, an der Werkstatt. Jo, alles klar. Oh, also, ey, was ist denn hier los? Also, oben das Dach ist ja normalerweise weiß, das wird weinrot. So, Chat hab ich jetzt auch offen. Boah, was ist denn hier? Ich komme mit Thomas. Der untere Teil. Jetzt haben wir hier richtig geile FPS hier. Normal, das wird auch nicht besser. Ja, ich guck mal. Warum, wie viele hast du? 14 im Moment. Ach Thomas, du musst... Ach. Wollt die wieder mit irgendwelchen Funzeln herumfahren? Na, erstmal ein Brösterkerl auf euch Jungs. Freut mich, dass ich heute... Chat schon mal. Genau, freut uns, dass wir ja heute mal mit dabei sein können. Beziehungsweise, dass wir heute mal wieder die Zeit gefunden haben, live zu streamen, der Hardy und ich. Jo. Und dass wir uns gleich euch unsere neue virtuelle Spedition vorstellen können. Hör auf zu hupen, du blöder Wichser. Jo. Nett wie immer. Ja, sicher, ist doch so. Hat sich nichts dran geändert. Guten Tag, Fabi. Ja, Thomas, grüß dich. Wer fährt jetzt zuerst, ne? Ich bleibe jetzt hier stehen. Boah, Entschuldigung.
Ja, sicher, wer war das? Machst du denn da, Thomas? Wer ist mir denn da jetzt wieder reingeknallt? Ich hoffe, du hast Schnellspeichern an. Ich hab was machst du denn da? Ich hab nicht viel Schaden gekriegt. Oh ne. Das ist schon wieder viel zu gut. Ja, also immer noch Treffen ist hier in Klagenfurt an der Werkstatt. Falls ihr hier eine Garage habt, könnt ihr doch schnell dazu stoßen. Ansonsten verfolgt den Stream und dann findet ihr uns schon. Merkt genau, schon, Road Rider, da fahren wir. So. Zeit Hardy, schreibt hier einer. Jo, der ist. Ich manchmal komische Geräusche. Sollte jetzt alle mal weg. Macht nichts. Reinkommen tust du nicht, weil sie alle im Weg stehen da drin. Ja, willst du rein, Thomas? Ja, sicher. Ja, dann fahr einfach, die werden das schon merken. Mackie, bist du mittlerweile an der Dings angekommen, an der Werkstatt? Ich biege gerade rechts ab zur Werkstatt. Oh, hallo Thomas, grüß dich. Ja, ich bin da. Gut, jetzt habe ich endlich keine Kollision mehr, jetzt kann ich ja... Jetzt kannst du fahren, wie du willst. Ja, da sind wir ja doch ein paar mehr als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Erstmal eine Runde drehen. Ja, das sind aber doch schon ein paar mehr. Ey, das wird sowas von... Leute, ich empfehle euch jetzt mal an alle, belegt euch die Schnellspeichern-Taste in den Optionen. Das ist, glaube ich, bei mir... Dann könnt ihr während des Fahrens einfach die Taste drücken, dann könnt ihr schnell speichern. Falls was passiert, müsst ihr nicht ganz so weit zurück. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, und Leute, ich würde euch bitten, die Hupe, ne? Also, wir wissen, dass sie geht. Und die Rundumleuchten bitte ausmachen, das wäre auch nett, falls irgendeine anhat. Was ich gerade nicht sehe, aber man weiß ja nicht. Hey, aktuell alle aus. Jo, das ist gut. Thomas. Nein. Davon bin ich nicht mehr aus dem Fahrerhaus raus, um das zu sehen. So, das jo. Ist mein Rot bei mir. Das ist das von Willis. Moritz, was wolltest du jetzt? Ja, die Lackierung immer noch. Koppel kurz ab und dann sage ich dir die Farben. Aber nicht, dass du zu weit fährst, sonst vergisst du nachher die Verlagerung. Lederdreck hier neben. Ah ja, wunderbar. Schauen wir mal, wann wir losfahren, ne? So. Ja, Moment. So. Sofort, kann sofort. Gucke gerade sowieso noch raus auf meinem Handy. Denk dran, kein Telefon während dem Fahren. Wer muss jetzt nach links fahren? Ich guck nur drauf während des Fahrens. Ich. Teddy. Ja, dann willst du nach vorne fahren. Ja, muss ich leider notgedrungen. Ja. Also, Weinrot, Schwarz, Orange. Weinrot. Kann man irgendeinen einen Rückwärtsgang rausmachen, das wäre sehr nett. Welches Orange denn? Geht nicht. Das Orange nimmst du einfach vom Sunrise. Zu viel Arbeit. Lässt er einfach. Weißt du, dass du das nicht bist, Thomas? Also, Weinrot, Schwarz, Orange habe ich. Jetzt schon, Thomas. Kostet dich 22.800. Ja. So, da sind wir doch schon mal ein paar Leute auf jeden Fall. Im Stream aber auch, ne? Auch ja, 20, sicher. 20 Zuschauer. So, meine Fracht geht nach Duisburg. Also Leute, wir lesen auch den Chat, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Könnt gerne schreiben. Ja, wenn ich dann nach unten gucke, da ist mein Notebook. So. Also dieser Big Smoke hier hat noch einen Rückwärtsgang an, der steht links vor mir. Smokey, mach deinen Rückwärtsgang raus! Aber der hat einen coolen Avatar, 0815 steht da drin. Ja, passt doch. Toll. Also ist das hier leicht voll, ne? Würde ich mal sagen. Aber nur ganz leicht. Thomas? Ja. Ich würde dir sagen, dass man Amsterdam nur mit einem M schreibt. Moritz? Ja. Du musst deinen Steam-Namen nochmal ändern, du hast das Fragezeichen drin. Ja, ich hab das schon geändert, aber der Akte hat so, ich muss mich doch besser? Da muss das Steam wieder neu. Keine Ahnung, wurde mir nur gesagt. Neu starten. Ach, Steam neu starten? Geht das ja. Auch ohne, dass das Spiel abkackt? Nein. Also muss ich aus dem Spiel raus, ja? Speicher schnell und dann machst du es schnell. Was bringt denn der Channel Commander hier? Damit du reden kannst und der andere immer leiser gestellt. Ach, wir sind Gesprächsleiter, nicht Channel Commander. Ihr seid okay. Gesprächsleiter. So, Speiser. Aber wenn das funktioniert, dann ist ja gut.
Klappt wunderbar. Blei. Okay. Wieder da. Ja, Grüße auch an alle von Master to Die. Dankeschön. Den sollte man ja kennen. Der guckt auch zu. Der guckt Grüße zu. Auch an dich zurück. So, hatte er guckt er sogar zu. Ja. Ja. Jetzt haben wir jetzt. So sieht das auch super aus. Also Grüße von uns allen an dich. Also wenn hier immer mehr Leute kommt mir vor, ne? Ja, weniger wird's nicht. So, können wir jetzt mal hier planen, wer hier wo fährt in der Reihe so einigermaßen. Also ich fahre nach Amsterdam. Ich auch. Ich fahre nach Duisburg. Ich auch. Kurz vor Amsterdam. Da müssen wir es also irgendwie chronologisch machen. Nee, aber da gibt's ich doch. Ich hab Linz. Ja. Also ich fährst du Linz vor. Da. Linz ist doch näher, oder nicht? Ja. Ich hab Linz, da habe ich eine Tour nach Rotterdam. Er muss der Linz vorfahren. Oh, Matze, könnt auf kotzen. nein, an denjenigen, der das gerade gefragt hat, die Leute hier im TS sind alle in der Roadrider GmbH. Das ist gerade beschränkt auf Thomas, mich und die Roadrider GmbH. Also könnt ihr leider nicht mitreden. Gut, man kann eventuell, wenn ihr noch nichts gegen habt, können die kommen. Ja, das wird hier zu voll. Dann kommen wir ja gar nicht mehr zum Kommentieren hier. Nee. Vicky, du kannst los. Glaube ich. Ja, wo stehe ich denn hier, ey? Also, wer fährt jetzt wo und wo sind wir? Also, ich fahre nach Amsterdam. So viel. Ja, ich auch, aber wo müssen wir uns dann einreihen? Irgendwo hinter Linz und Duisburg. Hinter Duisburg, genau. Das wäre hinter mir. Wer ist in Duisburg? Ich, Only Jeep. Ja, dann bin ich hinter dir. Also Linz fährt vor, dann kommt Duisburg, dann kommt... Duisburg. Ja, dann soll der Linz sich jetzt da jetzt mal vor mir hinparken und dann kommt der mit nach Duisburg. Ich stehe doch schon hier vorne an der Ausfahrt. Ich stehe doch hinter Linz. Ich stehe doch hinter Mackie. Du stehst schon hinter Mackie. Okay, ja, komm, dann haben wir das ja fast quasi geklärt. Jetzt brauche ich nur noch ein Feuerzeug, verdammte Scheiße. Das wird Chaos. Nimm Zigarettenanzünder. Jo, stimmt. Stimmt, Zigarettenanzünder könnte ich nehmen. Ja, hast du recht. Also Leute, wenn irgendeiner tanken muss, dann nur laut schreien, dann fahren wir raus. Voll! Da war metaphorisch gemeint, wa? Nicht, dass er hier voll ins Rohr anfängt. Ach ja, das wäre auch nicht schlimm. Aber das ist schön, dass wir mal so viele Leute wirklich haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so voll wird. So, also dann fahr los. Das wird Chaos. Dann fahr auf los. Geht's. Also kann ich losfahren. Ja, da fährst du los. Auf geht's. Unterbrech dich. Und ich fahre rechts raus. Du fährst mir hinterher, Thomas. Ich fahr dir hinterher. Ich bin hinter Only Cheap und dann kommen wir, denke ich mal. Hinter Thomas komme ich dann, würde ich sagen, oder? Das ist dann eure Sache. Ihr könnt mal fix an der Tanke hier anhalten. Ey, du sollst ja ausmachen, aber schon stehen lassen, ne? Ja, hatte ich mir auch gerade gedacht. Oh, die Ampeln sind aus, extra für uns, das ist aber schön. Leute, passt ein bisschen auf, ne? Rechts vor links, ne? Ach, nimmt das alles nicht so wild, ihr. Ja, ne, wenn irgendwas einer hier reinfickt. Kannst du mal kurz mit Warnblinker irgendwo kurz rechts ran, damit ich das Radio anmachen kann? Ich hab's vergessen. Oh, scheiße. Falsche Gang eigentlich. Dankeschön. Jetzt verschalten auch noch. So. Warnblinker mal aus. Wie, Hardy, warum hast du einen Warnblinker drin? Ja, weil wir kurz rechts ranfahren wollen. Aua, ah, da war der Zaun. Ah. Alter, du fährst doch auch eins auf hier zusammen. Ah, guck mal, ETS2 MP.de, Livestreams online, Ankündigung, das ist doch schön. Achtung, Thomas. So, Jump. Ja, ich stehe jetzt. Ja, ich sage das nur für dich. Extra Mackie, für dich. Weiter, Radio ist an. Kann weiter? Kannst weiter. Unterbrech dich. Wir brauchten da jetzt ein Radio, bitte. Nee, hinter mir. Eieieiei, hier ist aber auch wieder toller Belach, du. Extra für Thomas. Ja, wenn du fernab von der Straße fährst, ist das ja kein Wunder, ne? Ja, da haben wir uns ja hingestellt. Der erste Falschfahrer ist schon da. Ja, gleich melden. Thomas, guck mal in deinen Rückspiegel. Die 2009. Ach, Leute. Ich hab nichts in meinem Rückspiegel, ist mir wurscht.
Alles hinter dir hat auf dich zu achten, nicht umgekehrt. Richtig, und das ist ja schon schlimm genug. Ja. Und irgend so eine Pflaume schreibt mir jetzt hin, ey, wer bremst denn da? Was heißt hier bremsen? Ja, das wird auf jeden Fall noch lustig. Seht ihr schon kommen, das wird alles irgendwann nicht gut ausgehen. Das geht doch nicht gut aus. Also der ganz der Vordere, der muss auf jeden Fall mal ranfahren. Warum? Weil ich muss jetzt mal Skype ausschalten. Wir fahren gerade auf die Autobahn auf. Ich hoffe, wir bleiben einfach auf der Auffahrt stehen. Alter, der ist aber ganz schön leise geworden, der Mac hier. Ist er wegen dem Gesprächsleiter-Ding da, oder was? Ach du Scheiße, die fahrt schon hier ran. Oh Scheiße, Alter, jetzt stehen die schon hier. Scheiße. Weiß nicht, wie viele Leute haben wir denn jetzt im Schlepptau? Ich weiß es nicht, kann das nicht einschätzen. Mal gucken. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ach nee. Aber ohne. Also du solltest vor der Spur verengen und noch anhalten. So, ja, mach ich jetzt. Achtung. Der. Ich auch. Thomas? Ja, du wirst es dann eh sehen, wenn es knallt, ne? 4, 5, 6. Ja. Dann glotzen wir mal, wer da alles dabei ist. 8 Leute sind laut Tab-Leiste dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sah gerade noch mehr aus, ey. Der Peter 34 ist dabei. Bernd ist ganz hinten. Ja, aber das war's. Ja, oh, geht doch. Der andere, der. Eine liegt auf Saudi. Also. Der Maggie ist dabei, Only Jeep ist dabei, Hardy ist dahinter, Thomas ist dahinter, dann kommt der Manu, dann kommt der Peter und dann kommt der Bernd. Bernd ist Schlusslicht. Hardy? Jo. German Let's Gamer 95 schreibt, Hardy muss kurz anhalten und kotzen! Ja, wir stehen ja. Steig kurz aus. Machst du die ganze Autobahn voll kotzen. Jo. Ach, fährt der mit dir mit, oder was? Ja. Ah ja. Jo, von mir aus können wir weiter. Ja, von mir aus auch. Oder? Doch, richtig. Oh, da hat der Motor abgewürgt. Oh, in der Innenstadt wird das auf jeden Fall noch lustig. Oh ja, das auf jeden Fall. Besonders in Amsterdam. Ich würde vorschlagen, dass wir da das Hotel bevorzugen. In Amsterdam oder wo? Allgemein, wenn wir in die Stadt reinfahren. Achso, okay. Ja, Master Today, das freut mich natürlich. Schauen wir mal. Uiuiui. Also ich jetzt Abstand ist wichtig, Only Cheap, der macht hier gerade ein bisschen Epilepsie. Was? So. Ich? Ja. 80 genadelt. Oh, Tunnel! Jo, 80. Nadel ist auf Anschlag, 80, Tempomat rein, fertig. Jo. Oh, da ist einer bereit zum Sterben. Ready to die. Können wir organisieren. Wo schreibt denn Master for to die überhaupt? Das sehe ich gar nicht. In Steam. Oh, ach, in Steam? Ja. Habe ich ausgeschalten. Sorry, Master to die. Er schreibt ja auch gerade nur mit mir so. Weil sonst wäre das nämlich ein bisschen zu viel geworden hier. Ja. Glaube ich. Erzählt was, Jungs, von ERR. Stellt mal eure Truppe vor hier. Das ist ja eigentlich euch überlassen. Erzählt mal ein bisschen was von eurer Spedition. Also, wie gesagt, wir sind die Roadrider VG MbH. Sind so ziemlich einer der ersten Firmen auf dem ETS2MP.de. Muss kurz was machen. Macht ihr denn da? Ja, Matze, ich kurz auch gleich, ja. Ja, komm, ich dachte da drüber. Ja, warte jetzt. Boah, warum lackt denn der Hade da vor mir jetzt auch rum? Weiß nicht, was sagt mein Ping? Alles gut. Warum fahren wir zu langsam? Na, auf der Autobahn. Das musst du die vor mir fragen, nicht mir. Nee, weil mein TS gerade nicht so will, wie ich das will.
Musst du nicht hier rechts runter, da Linz? Ah, scheiße! Stimmt! Ja, und jetzt? Jetzt darf er geradeaus weiterfahren. Jetzt fahren wir auch geradeaus weiter. Ich darf nicht wenden auf der Autobahn. Wenn einfach ja, Single, wenn du mich nicht hättest, dann wärst du einfach weitergeballert. Was war auch so Sinn. Also, naja, eigentlich hat's gar nicht. Wollte ich gerade sagen, habe ich was verpasst? Scheiße. Immerhin habe ich euch darauf aufmerksam gemacht, ja? Ich rück mal ein bisschen näher auf, Thomas, ne? Ja, rück mal auf. Sonst überhole ich dich gleich noch. Ja, ganz ruhig. Hier kannst du runter. Ist links, oder? Fahr hier rechts runter, Mackie. Und dann können wir dann wieder auf eine andere Autobahn auffahren. Ob das so klappt? Natürlich, das geht. Bin ich ganz zuversichtlich. Wenn nicht, drehen wir alle an Tree ID. Da wären wir alle instant gebannt, ne? Ja. Unangekündigter Konvoi. Nächster Halt ist Linz, oder? Nächster Halt ist Linz. Perfekt. Ja. Sind gerade vorbeigeballert. Nächster Halt ist Linz. Wie sich das anhört. Ja, Matze immer den TSV kotzen. Ja, hier können wir doch alle drehen. Dann dreh mal. Kann sein, dass wir jetzt gar keinen mehr dabei haben. Oh, die kommen alle hier hinten dran. Ah, falscher Gang. Verfluchte Scheiße. Ja, schalten soll hier gelernt sein. Festgefahren, festgefahren. Du, Thomas? Ja, sicher. War klar. Jetzt liegt ein Trainer genau mitten in die Sollen wir rechts anhalten, rein. Oder wie? Warte mal, ich schieb mal. Irgendeiner kann da hinten schieben. Wir warten mal. Ich schieb meinen Trailer weg. Das ist mal wieder, wenn man mit Thomas fährt, muss man auch sowas vorbereitet sein. Puh, das war knapp. Boah, Hardy, jetzt wäre jetzt aber volles Rohr. Was? Da weiß ich nichts von. Ich komm hier auch nicht weg. Kein Schaden. Kein Schaden, kein Crash. Kein Schaden, kein Crash. Du bist mir aber 2 Zentimeter draufgefahren, doch. Mal sagen wir mal, 1,5. Das Nummernschild wird's richten. So, cool, man kann auch nichts schreiben, das macht Sinn. Ah! Geschärft! Wie viel Schaden hast du jetzt? Weiß ich nicht. Wir stehen alle drei MANs. Steht ihr auf der Autobahn oder was? Ja, wenigstens was Vernünftiges, ja, rechts hoch. Wenigstens vernünftige Trucks. Ja, natürlich. Mackie fährt ein, so war sowohl ich als auch du. Das ist vernünftig. Aber da hinten kommt noch einer angeballert. Aber ist das ein MAN? Nein, ja, das ist ich ein wage es zu bezweifeln. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Meinst du? Ne, wir warten jetzt auf die anderen noch. Doch, ist auch ein MAN. Ne, ist ein Volvo. Vom Tomtatz ist das ein Volvo. Hey, wer macht denn da so Faxen? Ja, ich wär's auch so. So, was haben wir denn jetzt für Schaden? So, sind wir alle da? Gar nichts, gar kein Schaden. Ja, wir sind alle da, wir können. Richtig. Ja, dann fatt. Ah, immer ruhig. Was ist los? Wie das aussieht, ey. Erstmal volle Lotte verfahren, dann bleibe ich nur hängen. Alles wie immer. Ja, das ist wie immer, das stimmt. So, 80. Ja, rechts, ne, Mackie. Aber das ist auch die einzige Konstante. Ja. Irgendwie kommt mir vor, wir schleichen hier alle nur durch die Gegend. Ja, wenn wir abfahren.
rechts kommen zwei. Wer wäre denn da jetzt fast hinten drauf geknallt? Ich bin's nicht. Ich hab nur gesehen, oh, kommt immer näher, kommt immer näher, kommt immer näher, kommt immer näher. Und steht. Hättest ja sagen können, dass du anhältst. Ja, siehst du das nicht da? Die stehen alle, also muss ich ja wohl auch anhalten, oder? Ich sehe nur dein Trailer. War zu dicht dafür. Jetzt sind wir aber doch ein bisschen schnell unterwegs in der Stadt, wollte gerade sagen. Obwohl hier ist noch 80. Ja, auch Ausland, das ist Österreich. Hallo? Können eh alle nix da. Hallo? Oh, ich finde die Beschilderung von Österreich sowieso nicht so dufte. Tut mir leid. Also wir fahren jetzt dann wahrscheinlich gleich nicht mit in die Firma rein, ne? Wir parken einfach mal die Straße zu. Ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee ist. Müssen die durch. Ich bräuchte mal eine Werkstatt. Schon? Ja. Oh, war ja. Das ist aber früh. Dachte ich mir auch gerade. Wo in Linz ist gleich halt? Oh, nee, ja, Ding stand mit einer Kurve und ich hab... Oh, Alter, warte jetzt. Was denn, du? Links oder rechts? Oh, Mann, ey. Oh, ey. Also du hier spielt nicht leider, ein. Also hier spielt leider keiner Minecraft. Also da bist du jetzt leider falsch. Das muss ich jetzt mal so sagen. Alter. Was denn, Thomas? Ja, du bist jetzt kurzzeitig gestanden, ne? Das ist Sicherheitsabstand, wäre da nicht verkehrt. Sicherheitsabstand ist übertrieben. Jetzt können wir auf 80 hochgehen. Ja, dann tritt mal drauf. Kannst du euch anzuschneiden? Ja, bei mir auch. Scheiße, ey. Scheiße. Thomas, sein Lieblingswetter. Ja, kann man einer den Dreck hier abstellen? Olli Jeep, gib Gas. Ich mach das schon. Ich hab 23 Tonnen Granulat. Was soll ich machen? Ah, das gute Granulat. Ich liebe Tunnels. Ja, hört's wenigstens auf zu schneien, ne? Ja. Für kurze Zeit. Ja, aber immerhin. Ja, natürlich habe ich vor, das Feedback an. Wo in das werdet ihr bei manchen Straßen hören. Das werdet ihr nur alle mitkriegen. Wo in Linz haltet ihr? Gucken. Becky, wo in Linz hältst du? Ah nee, wir fahren ins Hotel, stimmt. Gute Frage, genau, wir treffen uns alle am Hotel. Genau, wir fahren sowieso zum Hotel und warten dann da. Nein, Leute, wir fahren nach Amsterdam im Endeffekt, Thomas und ich. Wir haben beide einen Auftrag nach Richtig. Amsterdam. Wir fahren ja erstmal nach Linz, da geht er ab und dann geht's ins Hotel. Wir fahren also zu seiner Firma, der jetzt am Anfang da ist. Stellen uns auf der Straße hin. Da haben wir viel Platz, NBFC. Dann kommt Duisburg als nächster, ne? Genau. Und dann jetzt fängt der Scheiße wieder an. Und dann ist ja schon Maut. Maut. Und dann kommt ja schon Amsterdam, ne? Jo. Ja. Überlegen wir hier mal die komplette Maut. Ups. Er kommt hier rüber. Er muss jetzt nur vor mir reinziehen, noch Adi. Mach ja gerade. Ich hab gerade da. Bin voll, du Sau. Ja, ich weiß, eine Hupe geht, versuch's mit Licht. Davon musst du aber einen abbremsen, wa? Da hat er geleckt. War ein bisschen knapp gerade.
Ja, hab ich gesehen. Ah, schön, regenfreie Zone. Ja, Tunnel. Ah, da ist schon wieder ja, einer Tunnel. Im Tunnel. Ah, super. Aber die nächste Maut ist auch in Sicht. Na super, ey. Grandios. Das hat sich richtig gelohnt. Oh, Matze, vorhin waren es noch vier. Was ist da los? Ja, Matze, der hat wieder richtig reingeschlagen. Gab's das umsonst oder was? Aber Matze wahrscheinlich schon. Nächster Tunnel. Eieiei, meine Güte, Tunnel über Tunnel. Was sagen denn die Zuschauerzahlen? Ich weiß nicht, ich muss nicht schauen. Oh, sonst überlassen wir das im Chat. 35. Ja, immerhin. Und Maut. Noch ne. Maut voraus. Doch, Thomas, doch. Scheiß Mautstellen hier. Na, ja, all you can eat, okay. Kann man da eigentlich auch mal eine Bombe reinballern lassen? Wo, in all you can eat? Nee. In diese Mautstellen hier. Achso. Die Nerven. Außer Thomas, das finde ich jetzt aber politisch nicht korrekt. Das ist mir sowas von gut. Ah, Mann, kurz davor stehen geblieben, geil. Dass man stehen muss dafür, das kotzt mich an. Wolltest du es so machen wie im Amiland? Ja, klar. Sieh rüber. Ja, ich muss ja auch ein bisschen auf meine Vordermänner achten. Nicht so wie du, Thomas. Ach nee, ich muss nicht drauf achten auf meine Vordermänner. Nö, nö, nö. Nö, machst du einfach nicht. Musst du schon. Ja, guten Tag, Mafia. Du guckst, dich kenn ich doch auch noch. Ich muss nur auf dich, ne? Ja. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier nur mit 80 durch die Gegend ballern, ne? Da beschwert euch bitte bei R&R. 80, ey. Hat Thomas kein Verständnis für? Ne, natürlich nicht. Muss er auf den Server EU2 gehen. Wieso? Wenn ich aufs Gas drücke, fahre ich 90. Schneller geht's eh nicht. Hat's jetzt endlich aufgehört zu schneien, oder was? Nee, nein. Aber jetzt fängt's wieder an. Ist so gut, dass ich die Scheinwische einfach angelassen habe, ne? Ja, ich auch. Also auf den ATS bin ich auch schon gespannt. Wird bestimmt... Also es gab ja schon erstes Gameplay davon, wird bestimmt mal interessant, so mit anderen Trucks. Ist die Truppe da hinter mir eigentlich noch da? Guck nach hinten. Ich sehe meinem Spiegel nix. Dann drückt 2. Oh, da will einer überholen. Also ich sehe in meinem Spiegel 3 LKWs hinter mir. Aber ich muss mal ein bisschen, dann drücke ich mal ein bisschen auf, wenn der Typ überholen will. Einfach nicht reinlassen. Richtig, deswegen drücke ich jetzt auf. Nicht wundern, ich muss gerade bremsen, ne? Okay. Ja, ich bin mal ein bisschen aufgerückt. So. Jetzt, was haben wir denn jetzt zu erzählen? Irgendwie fahren wir so langsam, dass wir die Geschichten einfahren. Max, komm am besten nach Linz, wollen wir, ne? Linz, jo. Ja. Ja, dann komm nach Linz. Müssen wir hier raus? Ja. Nee, ja. Auffahren halt. Auffahren und die nächste dann direkt wieder ab. Ja, geil.
Oh, kommst du da ganz schön. Da? Ich warte in Linz mit Fracht Richtung Duisburg. Oh, da hat, kann das sein, dass der hinter mir so leichte Motorschwierigkeiten hat? Ja, ich hab doch gesagt, ich brauche eine Werkstatt. Ich hab's nämlich gerade noch gesehen im Spiegel, auf einmal geht's Licht aus. Achtung, hier rechts steht einer. Weil der geht genau. Wo wir abfahren müssen. Das ist ja wieder super. Oh, der bewegt sich, der bewegt sich. Nicht bewegen, nein! Das war knapp. Ich hab jetzt gesehen, ich hab schon gedacht, das dauert. Oh, Scheiße. Ich hab's auch gedacht. Ich hatte ein wenig Angst. Ey, wer steht denn da jetzt neben mir in der Sandbühne drin? Mal wieder schnell speichern. Man weiß ja nie. Ich hab dich nicht abgedrängt, Meister, ne? Ne, ne. Bremsen waren, haben versagt. Die Bremsen haben versagt. Wieso? Ist er ja, sonst ja, der ist, der ist mal neben mir vorbeigezogen. Jetzt kommt die Kiste nicht aus dem Quark hier. Was ist denn hier los? Dann auch nicht. Willkommen beim Club. Ich komme hier gerade mit 50 hoch. Oh, es geht schon. Jetzt geht's wieder richtig nach vorne. Ich habe hier genug Leistung unter dem Arsch. Leistung ist nicht alles. Thomas, genug ist das richtige Stichwort. Genug. Mehr muss nicht sein. Gegenverkehr. Jo. Der hat's aber auch nicht mehr alle, oder? Ah, wir sind angekommen in Linz. Wunderbar. Jo. Ortseinfahrt 50. Langsam abbremsen. In der Schleicherzone. Huiuiui. Oh, und die Jeep dazu war einen kurzen Blick, ey. Ja, der vor mir hat aber auch geruckelt. Ich ruckel nicht. Schämt euch. Alle beide. So, was wird denn da so geschrieben? Ich weiß gar nicht, zu welcher Firma wir müssen. NBFC. Oh, guck mal, da ist doch Fabi, den hatten wir doch am Anfang schon. Wo ist der denn abgeblieben? Fabi, wo bist du denn abgeblieben? Ja, weiß ich auch nicht, der war auf einmal in Linz. Kann ich mir so auch nicht erklären. Mach die Funzel aus! Prinzipiell kannst du uns überall abfangen, aber jetzt sind wir gerade in Linz, danach nach Duisburg, glaube ich, ne? Und danach nach Amsterdam. Oh, richtig. Moin moin. Boah! Thomas, Sicherheitsabstand. Alter, kennt er nicht. Geht der voll auf die Eisen, der blöde Arsch. Was für voll auf die Eisen? Ich bin langsamer gefahren, ich habe kaum gebremst. Was hast du denn, ey? Ach, Thomas, die sollten auch den Führerschein entziehen. Ich hab noch nicht mal sein. Das ist ja das Schlimmste noch mit da dran. So, wie machen wir das denn jetzt hier am dümmsten? Ja, neu sortieren, ne? Jetzt fährt der Monster Dad vor, du fährst hinter dem. Wieso soll ich vorfahren? Wer fährt jetzt Only vor? Only Jeep hier. Ja, ich jetzt gestern Duisburg. Also ich hab eigentlich nach Rostock, aber ich denke, ich fahre bis Duisburg mit und... Aha, dann dreh ich nochmal. Weißt du was? Ey, wer ist denn da jetzt gerade durch mich durchgezogen? Das kann ja nur einer sein, der Hardy, der macht das ja immer nee, so gerne. Nee, ich bin hinter dir. Hab mich gerade hinter dir eingereiht. Der Fabi war das! Ist er denn... Der irgendwelche Drogen noch mehr, oder was? In Duisburg, zu welcher Firma? Moment, es geht nach LKW Lok GmbH. Ja, alles klar. Thomas, ich reih mich hinter dir ein, wohl. Ja, der ohne Jeep fährt jetzt vor, ne? Dann kannst du auch nicht mehr meckern. Dann stelle ich mich denn jetzt hinter dem hin. Jo. Dann stelle ich mich hinter Thomas. Ich habe ein kurzes Problem. Ich muss mich ganz kurz tanken gehen gegenüber von hier. Also wartet einfach mal hier, ja? Jo. Ich gehe mal fix tanken. Alles klar. Also ich hab noch 600 Liter. Ich habe auch noch genug. Ja, ich habe noch um die... Irgendwie, was waren das? 72 oder so. Also nicht mehr so viel. Seid ihr gerade? Aber ist gut, Hardy, dass du nämlich auch den Chat im Sicht hast. Ja, ja. Alles ist gut. Hardy, wo seid ihr gerade? Wir sind gerade bei NBFC in Linz. Ich möchte auch schnell hin.
Und nächster Halt ist Duisburg LKW Lok oder wie auch immer das da heißt. LKW Lok, genau. LKW Lok. Prost. Jo. Alle stehen sie hier im Weg. Heide, nein, lass mich an meinen Trailer. Sicher nicht. Boah. Die können rein theoretisch vor dir noch durch. Auf der eigenen. Oh, der Trinas ist auch da. Hallo Trinas, grüß dich. Mal gucken, ob schon einer was gespendet hat. Ne? Thomas, wenn du zurück willst oder so, sag Bescheid, ne? Ich bleib jetzt hier stehen. Da vorne fährt der gleich der Dingens wieder rein. Oh Gott, was ist hier denn los? Oh, ich weiß nicht, ob wir über München fahren. Keine Ahnung. Also München Richtung Duisburg finde ich. Kommt am besten nach Duisburg oder Amsterdam, eins von beiden. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Da kommt er ja, der Only Jeep. Jo, ja, dann. Fährst du da jetzt rückwärts rein oder was? Manu, fahr rein. Manu, fahr rein. Fährt der rückwärts rein, muss ich mal vorstellen. Hier ist das ein Kackwetter, ey. Sagt euch. Hätte auch rückwärts reinfahren sollen. Ja, Thomas, dann immer hinterher, ne? Ja, dann. Hinterher, ich muss ja erst mit dem Motor starten, ja, das dauert. Ach, alte Leute. Können wir los, ja? Alle bereit? Wo will der Manu jetzt hin? Ich geh dann. In der Ding. Also, wenn ein Auto kommt, ne? Brauchst du jetzt eh keine Rücksicht mehr nehmen. Ne, jetzt ist eh zu spät. Achtung, da drängelt sich einer dazwischen. Ja. Achtung, Monster. Ja, ich hab ihn. Jetzt auf geht's. Keiner hinter mir, was ist da los? Ah, hier hat man aber schön FPS. So. Ja, jetzt kommen sie mal so langsam wieder, ne? Hoffe ich doch. Das ist lustig, du. Da brauchst du noch einen Scheibenwischer und so weiter und so fort, weil es muss ja wieder ausgerechnet, jetzt muss wieder schneien. Jo. Das machen die doch mit Absicht da. Denn wir sehen, wir fangen Konvoi und so und dann. Au, 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 au. Tja. Schafft ihr es aufzurücken oder sollen wir warten? Nee, nee, fahrt ruhig weiter. Ich hätte keinen 23-Tonnen-Hänger anhängen sollen. Ich weiß gar nicht, ich hab 29, glaube ich, drin. 29. Ich habe Reifen geladen. Wie viel habe ich denn? Ach, 20, ganz entspannt. Ich habe aber noch einen. Ich habe noch 1000 Kilometer vor mir. Ach Thomas, jetzt beschwerst du dich nicht über Schleichen, wa? Ne, kann ich ja nicht. Schleicht ein anderer vor mir. Tja, aber ich kann mich jetzt über dich beschweren. Aber der lackt nicht so rum wie du. Da kann ich nichts für. An der schmalen Leitung. Der bremst sogar bergab, ne? Muss man nicht mal das unbedingt. Das bin nicht ich, das ist mein Retarder. Der Retarder! Ja, Retarder. Retard. Ja, genau. Ach, try das schon lange. Was denn? Schon lange, ehrlich gesagt. Das Interesse hier dran verloren, oder was? Ja, ja. Ja. Allein schon das mit der Begrenzung. Ach, mit 90, aber verständlich. Da steht rechts einer. Da steht einer, ne? Pass auf, Hannah. Ja. Ist verständlich, wenn man... Ja, wenn man nicht mit Lenkrad fährt, ist das schon noch mal was anderes. Dafür, hier, wie heißt der? Schmelz. Dafür ist das Deutsche Forum, das ist unten rechts hier unterm Stream. Da kannst du solche Fragen entweder stellen oder halt nachgucken, falls die Frage schon gestellt wurde.